Methoden zur Oberflächenanalyse verwenden oberflächensensitive Sonden. Wenn wir Ionen als Sonden nehmen, benötigen wir als Detektor ein Massenspektrometer. Wenn wir Atome als Sonden nehmen, können wir zum Beispiel in einem AFM-Mikroskop arbeiten. Wenn wir Photonen als Sonden nehmen, brauchen wir bei der Fourier-Transform Infrarotspektroskopie einen beweglichen Spiegel. Und wenn wir Elektronen als Sonden nehmen, dann brauchen wir bei der Photoelektronenspektroskopie Halbkugelanalysatoren als Detektoren. Sofern eine oberflächensensitive Methode Elektronen oder Ionen benötigt, dann ist dazu Ultrahochvakuum notwendig. Das ist bei der SIMS-Methode und bei der XPS-Methode der Fall. AFM und FTIR benötigen kein Ultrahochvakuum. Für die Ionisation stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung. Wir können eine Elektronenstoßionisation verwenden, eine chemische Ionisation, eine Laserdesorptionsionisation, einen Beschuss mit schnellen Atomen. Eine Feldionenionisation, um in einem Massenspektrometer die Massen voneinander zu trennen, gibt es verschiedene Methoden. Das klassische Massenspektrometer hat ein Sektorfeld, in dem die Ionen getrennt werden. Es besteht die Möglichkeit, in einem Quadrupolmassenfilter die Ionen nach ihrer Masse zu trennen. Oder wir können die Ionen nach ihrer Flugzeit aufspalten in einem Flugzeitmassenspektrometer.